hatte bei meiner letzten Revolution-Bestellung eine kleine Gifttüte dabei mit verschiedenen Produkten zum Testen. Und da war unter anderem diese kleine Mini-Palette mit drin. Ich würde sagen, die probieren wir doch jetzt gleich mal gemeinsam aus. Sieht jetzt erstmal die Palette von innen aus. Auf jeden Fall eine sehr schöne Farbzusammenstellung. Ich denke, damit kann man einen richtig schönen Make-up-Look kreieren. Ich starte gleich mal mit dem Ton Berry, weil mir der echt richtig gut gefällt. Und das sieht schon mal sehr pigmentiert aus. Ich bin gespannt. Presse ich mir jetzt erstmal auf mein Augenlid. Jetzt nehme ich mir einen Blendepinsel und gehe in die Farbe Sweet hinein. Damit gehe ich jetzt über die Ränder. Jetzt möchte ich das Ganze aber noch ein bisschen intensiver gestalten und gehe deswegen in die Farbe Love. Trage die mir hier innen auf. Und wieder ausblenden. Für mein unteres Augenlid tue ich etwas sehr Gewagtes, dann nehme ich jetzt die Farbe Delicious. Kann sein, dass die jetzt absolut nicht dazu passt, aber ich möchte diese Farbe jetzt einfach ausprobieren. Das ist der bisherige Stand und ich muss sagen, ich finde diese Color-Kombi und die Farben einfach richtig schön. Es gibt in dieser Palette ja aber auch einige coole Shimmer-Shades und die werde ich jetzt natürlich auch ausprobieren. Da werde ich mir jetzt hiervon die Farbe Pop auftragen, die ist relativ dunkel. Und hiervon gehe ich jetzt noch in die Farbe Fallen. Mit einem Pinsel verblenden. So sieht das Make-up jetzt auf einer Seite fertig aus. Ich mache jetzt noch schnell mein anderes Auge und dann gebe ich euch mein schlussendliches Fazit. Ich habe mein Augen-Make-up fertig gemacht und so sieht das Ganze jetzt aus. Der Look spricht schon für sich, das Augen-Make-up sieht wirklich richtig gut aus. Ich finde die Größe wirklich sehr praktisch, besonders fürs Reisen und ich finde es auch sehr schön, dass da ein Spiegel mit drin ist. Auch die Farbzusammenstellung sehr gut, man hat hier einige natürliche Farben, aber auch ein paar sehr kräftige Farben, um einen etwas dramatischeren Look machen zu können. Shimmer-Shades fand ich jetzt nicht unglaublich krass, ich glaube am besten hat mir der hier oben gefallen als Inner Corner Highlight. Anderen waren jetzt nicht unglaublich schlecht, aber auch nichts Besonderes. Die matten Farben fand ich wirklich sehr schön. Die haben sie schön auftragen lassen, waren mega pigmentiert. Wie man sieht, haben sie sich auch richtig gut verblenden lassen. Alles in allem ist das wirklich eine sehr coole, niedliche kleine Palette. Kommentiert gerne mal, wie euch der fertige Look gefällt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns ganz bald bei einem neuen Video wieder. Bye!